Ein wunderschön, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wir kommen zum Hardware-Check der Beyer Dynamic Kopfhörer, also Bluetooth-Kopfhörer. Hier steht es auch. Da. Presse, Sample. Also wie gesagt, habe ich 3 Wochen zum Testen. Avento Wireless sind das. Ich habe jetzt schon die My Beyer Dynamic App runtergeladen, weil hier steht überall in den Anleitungen nur My App. Also MIY-App, die habe ich mit dem Namen nicht gefunden. Deswegen habe ich Beyer Dynamic eingegeben. Dann findet da die App eigentlich sofort. So sieht die aus. Mit diesem M da. Und die suchen wir jetzt nochmal. Vielleicht findet das er ja jetzt. MIY-App. Ja, da findet er sie als zweites, das erste ist Zato. Und so sieht das denn aus. Und die müsst, seht ihr ja, dass sie installiert ist, die müsst ihr dann ganz einfach runterladen. Und jetzt gucken wir mal, wie einfach das eigentlich ist, die Kopfhörer mit der App zu verbinden. Ich muss erstmal gerade die App gucken, wo die abgeblieben ist. Wo der die, ach, da hat er sie installiert. So, da ist er. Also, die Frau, da ist meine Frau. Da ist das App-Zeichen. Ich habe mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel durchgelesen, gar nicht. Ich habe nur gelesen, wie die App heißt. Wir wollen ja erstmal testen, wenn man das jetzt nicht hat, den Zettel alles nicht, man hat die gebraucht, gekauft oder man hat sie gekauft und hat das verschlammt und wir wollen die jetzt einfach mal miteinander verbinden. Dann gucken wir uns das mal an, ob das auch für Laien so schnell funktioniert. Firmware-Update, okay. Einstellungen öffnen. Bluetooth. So, und jetzt müssen wir mal gucken, jetzt den Power-Knopf gedrückt halten und wenn das rote Lämpchen leuchtet, weiterhin gedrückt halten, bis es so schnell leuchtet. So, jetzt nochmal scannen. Da haben wir sie. So. Gleich drauf gedrückt, das sehe ich mit meinem, das seht ihr bestimmt schlecht, das ist da unten. Aber da ist diese Ding da drüber, das ist halt beim Huawei ein bisschen doof. Verfügbar. Ist der jetzt verbunden? Warum ist er nicht verbunden? So. Nochmal gedrückt halten. Kann nur sein, dass hier der Akku leer ist. Ach so, jetzt ist es an, Wireless. Gekoppelte Geräte. Sollte jetzt da sein. So, verbinden, fehlgeschlagen, okay. So. Zugriff erlauben. Zack, und jetzt steht da verbunden. Also im Prinzip wirklich kinderleicht. Dann können wir auch zurückgehen. Die App will jetzt Zugriff haben und jetzt, da wir die Kopfhörer haben und verbunden sind, macht er da auch weiter. Aktualisieren. Kopfhörer später verbinden, wollen wir nicht. Auswählen. Zack. Bluetooth an, gekoppelt. Jetzt fragt er nochmal, ob das alles wirklich gestartet werden soll. Ich sag natürlich verbinden. So. Soundprofileinstellungen. Zulassen. Muss ich jetzt auch wieder zulassen? Jetzt wird es was geladen. Ja. My Sound, los, wartet mal, die muss ich jetzt mal aufsetzen. Nicht, dass da jetzt schon Ton kommt und da irgendwas eingestellt werden muss und ich das nicht höre. Los geht's.
In welchem Jahr wurdest du geboren? 81. Warum willst du denn das wissen? Personalisieren, okay. Klang personalisieren, ja. Und nun? Soundprofil. Achso, hier unten geht es noch weiter. Einen Hörtest machen, okay. Jetzt starten. Ich bin bereit. So. Hört. Ah, mein Handy war lautlos. So, weiter. Ich bin bereit. Jetzt ladet da irgendwas runter, drücke in den Kreis. Los geht's. Also wird immer leiser denn? Und wenn ich es nicht mehr höre, muss ich den Kreis loslassen. Oh. Dass ihr das mal seht. So, jetzt zeigt nichts mehr. Da kann ich das jetzt praktisch an meine tauben Ohren anpassen. Jetzt kommt das halt in einem anderen Ton. So. Ah, jetzt höre ich wieder was. Wie gesagt, meine Ohren sind nicht so gut. Ich kriege ja auch demnächst Hörgeräte. Also kann sein, dass mein Profil gleich ganz schlecht ausfällt. Jetzt höre ich was. Dauert halt eine Weile, bis ich den Ton höre, falls da überhaupt ein Ton schon ist. Wir sind gleich fertig, Leute. Oh, jetzt ein dumpfer Ton, glaube ich, oder? Ja, oh, den höre ich jetzt. Komm mir vor wie beim Ohrenarzt, ey. Immer drücken, wenn du einen Ton hörst, warum? Es ist halt viel Pause dazwischen, bevor ich was drücken kann. Wo ich denke, dass da vielleicht ein Ton ist, den ich aber selber nicht höre. Ah, jetzt kommt wieder was. Gleich sind wir fertig. Also die sind da wirklich ausführlich, muss ich sagen. Sehr ausführlich. Anderes Ohr testen. Oh. Kommt jetzt andere Ohren noch dran. Los geht's. Ich höre den Ton. Und dann steht da drin und da muss ich da drücken. Und die drückt halten, bis ich ihn nicht mehr höre.
Ah, jetzt ist er rausgegangen. Ich habe da keinen Ton gehört. Linkes Ohr. Für dich nicht. Ja, machen wir später mit dem Soundprofil. Das ist mir jetzt so inaktiv. 100% mache ich jetzt. Okay. Touch. Achso, jetzt guckt er. Achso. Da muss ich erst mal gucken, ob die richtige Seite ist. Ja, ist die richtige Seite. Jetzt macht er nämlich... Das sind doch Touchfelder. Ach so, muss von dem. Aber irgendwie erkennt er das nicht an. Ah, jetzt. Ah, jetzt hat er. Man darf halt nicht so langsam sein. So, was haben wir denn noch? Voriger Titel. Oh, das ist aber ein bisschen... Man muss halt gucken, wo ist denn das? Da. Das kann ich nicht. So, anpassen, niedrig. Machen wir mal auf niedrig. Wo ist denn das hier? Also das will er nicht bei mir. Vielleicht habe ich auch so dicke Pfoten. Vielleicht deswegen nicht. So, anpassen. So. Machen wir mal hoch. Okay, dann machen wir mal niedrig. Touch. Also Touch will er bei mir nicht. So, Shop haben wir hier noch drinnen. Weil ich, wie gesagt, ich bin gerade aus der Hörprobe rausgeflogen. Also hier sieht man dann halt Mikrofone und so was alles noch. Die haben echt tolle Sachen drinne. Facebook, Shop, Kontakt, Datenschutz, Impressum. App-Version bin ich jetzt bei 1.1.10. Boulder 48, Betriebssystem 8.0.0. Also bei Android 8.0 bin ich halt. Na, ja, da könnt ihr euch da dann angucken. Aber die Hörprobe mache ich später nochmal. So, Info-App beenden. Jetzt wollen wir einfach mal gucken. Wo habe ich meine Musik? Musik. Titel. Alben. Ich habe da hier auch Nemesis, gerechter Zorn, müsste ich hier auch drauf haben, oder? Ich habe Schiss, dass es wieder Content-ID gibt. Weil letztens habe ich auch Kopfhörer getestet und habe das nicht mitgekriegt, wie laut die sind. Und dann habt ihr das halt auch über das Mikrofon gehört und dann ja, habt ihr gleich Content-ID. Ah, da, gerechter Zorn. Die darf ich nämlich benutzen. Ah! Reicht auf einer Seite. Ja, die hintere Seite treffe ich nicht.
Also ich treffe die hintere Seite nicht. Ach so, ich reicht auch bei ihm Nippel so lang. Die sind laut. Also die hören sich echt gut an. Hätte ich jetzt bei der Größe nicht gedacht. Bin ich zu laut? Also. Also für die Größe ist es toll, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also der Bass kommt richtig geil rüber. Man hört auch die Stimmen klar deutlich. So, ich mach mal Pause. Also so vom Sound hören die sich, also hätte ich, muss ich ehrlich stehen, hätte ich jetzt von der Größe jetzt so nicht gedacht, aber die haben einen richtig kräftigen Bass. Aber richtig kräftig. Und es reicht bei der, beim Touchscreen, wenn man ihn Nippel halt vor, zurück macht. Ja, dann ist das halt für vor, zurück den Titel. Also ich muss nicht halt komplett über die ganze Seite rüber. Genauso wie ich oben laut machen konnte, aber auch gleichzeitig durch Reiben leise machen konnte. Ja? Also das geht auch. Also man muss nicht von einer Seite komplett auf, über die andere bis zur anderen Seite wischen. Das geht, reicht auch bei dieser touch-sensiblen Taste. Ja? Finde ich jetzt so ehrlich gesagt ganz geil. Ich muss mal, mach die mal aus. So, mein Handy sagt auch gleich wieder, dass die getrennt wurden. Ich muss auch diesen Test dann nochmal machen. Den werde ich jetzt nicht nochmal mit euch zusammen machen, weil das einfach zu lang ist. Aber es ist wirklich alle kinderleicht einzustellen. Wie gesagt, ihr könnt auch Kopfhörer nehmen, aber seht ihr ja, Bluetooth. Ja, wenn ein Kopfhörer natürlich, wenn die Akkus alle sind, dann nimmt er einfach Kopfhörerkabel. Die fressen auch nicht viel Brot in der Tasche, also. Die sind platzsparend, die kann man immer mit rumschleppen. Aber so von der Klangqualität bin ich jetzt ehrlich begeistert. Also hätte ich so nicht gedacht, ich habe die Kleinen gedacht, naja, gut, die werden halt ein bisschen Bums haben, aber dass die so einen kräftigen Bass haben, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Überhaupt nicht erwartet. Und trotzdem hört man noch die Stimmen klar und deutlich. Ist halt, Nemesis ist wie die CD abgemischt ist, die ist sehr rockig, sehr basslastig abgemischt. Das ist, kommt hier richtig geil rüber und trotzdem hört man die Stimmen noch klar und deutlich. Finde ich ehrlich gesagt saugeil. Ich werde die jetzt gleich am PC benutzen, wenn ich die Videos bearbeite und schneide, dass ich meine Frau nicht auf den Sack gehe, weil die will irgendwas auf Vox gucken. Familien, Dings, Bums, keine Ahnung. Till, Tränen, ich habe keine Ahnung. Dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Wie gesagt, ich teste die jetzt erstmal. Das war jetzt nur mein erstes Testen und dann kann ich euch später auch noch mehr dazu sagen. Bis dahin bin ich dann erstmal weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen war ein Träumchen. Ich bin dann weg. Ahoi. Sagt euer Odin.